So, servus Leute. Ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie man die Griffe hier abbekommt. Und zwar an der Honda Shadow. Den linken Griff und den rechten Griff. Die sind unterschiedlich, das müsst ihr auf jeden Fall bedenken, wenn ihr euch neue Griffgummis kauft. Die habe ich hier gerade abgemacht. Oder die hatte ich schon vorher abgemacht. Nicht gerade, sondern die waren schon ab. Und ich will euch jetzt einfach nochmal zeigen, wie ich die abgemacht habe. Und zwar als erstes solltet ihr diese Baugruppe hier abbauen, indem ihr hier unten drunter die Schrauben entfernt, genau wie hier, damit ihr da ohne Probleme drankommt und keine Schäden verursacht. Dann nehmt ihr einen Schraubendreher und fahrt dann unter die Griffhülse drunter. Es kann sein, dass sie hier festgeklebt ist. Der Kleber ist extrem scheiße und ist extrem hart. Ich bin da dran gegangen mit Deo, weil Deo Lösungsmittel enthält und das Ganze gut lösen kann. Und genau. Gut, ich würde sagen, wenn ihr dann den Griff ein bisschen gelockert habt, nehmt am besten WD-40 und Lösungsmittel reinmachen. Also das heißt Deo oder sonstiges, was halt so Lösungsmittel gegen Kleber enthält. Und dann einfach den Griff nicht rausziehen, sondern kurz so dran drücken, damit das Ganze sich nach da auswölbt oder es stülpt sich dann sozusagen über die Klebereste drüber und löst sich dann besser, als wenn man dann ganz zieht. Es ist gerade windig, ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Das andere Problem ist einmal die Griffgröße. Hier ist es, jetzt muss ich gerade mal nachmessen. Das Ganze ist hier 22, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das Handy will nicht fokussieren. Das Ganze ist hier 22,14 mm. Also solltet ihr am besten den Griff, wenn ihr euch neue Griffe holt oder neue Griffe dreht, erstmal gesagt, wenn ihr euch neue Griffe dreht, müsst ihr das Ganze auf 22,14 oder 3,4 machen und dann mit solchen Madenschrauben festklemmen. Ich kann euch nochmal Skizzen anfügen, wenn ihr das so wollt. Und wenn nicht, dann einfach lassen. Aber wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf Skizzen, dann einfach mich anschreiben. Auf der rechten Seite ist das Ganze, jetzt muss ich hier mal nochmal schauen. Das Ganze ist hier 25,69. Also macht am besten 26 auf der rechten Seite, wenn ihr das Ganze drehen sollt. Also innen ausdrehen ist hier 26 und hier ist 22,6. Für das Innen ausdrehen. Ihr müsst da keine Passung machen, einfach nur bohren. Ihr könnt auch 22, 3 und, 22, und 26 bohren, das ist auch kein Problem. So, wenn ihr euch die neue Griffe holt, dann wie gesagt aufpassen, dass der rechte Griff innen dicker sein muss als der linke. Da auf jeden Fall aufpassen. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, wenn ihr dann die Griffe dann oder neue Gummigriffhülsen dran machen wollt und die halten nicht so richtig, dann nehmt Haarspray, stülpt sie schlagartig drüber und dann trocknet das Haarspray oder verdampfen sozusagen diese Schmiermittel und das Ganze wird bombenfest und es dürfte eigentlich für Griffgummis eigentlich reichen. Ansonsten würde ich euch raten, nochmal Kleber zu benutzen, damit die Griffhülsen während der Fahrt nicht wegfliegen. Ansonsten hoffe ich euch, hat es wieder mal geholfen. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Maßen hier, ich schreibe es euch nochmal in die Beschreibung unten rein und dann würde das eigentlich dann auch bei euch dann locker gehen. Also, bis zum nächsten Video mit der Honda Shadow Video. Mit der Honda Shadow gibt es ja keine Videos mehr. Die wird morgen, hoffe ich jetzt mal, oder in der kommenden Woche verkauft. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt. Und genau. Also, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.